Es ist so, ursprünglich ist es ja so, dass wir normalerweise das Heimatfest jetzt hier in Haltern haben. Und man hatte sich hier Gedanken gemacht von der Stadt Haltern am See und auch von der Stadtagentur, was können wir denn so als Alternative anbieten? Und dann hat man gesagt, ein Themenflohmarkt, das wäre doch mal eine tolle Idee, dieses hier zum ersten Mal in der Seestadt stattfinden zu lassen. Ja, jetzt hatte man sich Gedanken gemacht und wir hatten drei Themen als Auswahl. Ja. Das erste war alles fürs Kind, alles fürs Fahrrad und Dachbodenschätze. Wir hatten dort eine Hotline eingerichtet. Die ersten, die standen also schon um 6 Uhr tatsächlich auf der Matte. Wir haben also weit über 70 Aussteller und das wird sehr, sehr gut angenommen. Aber ich denke mal, ein Besuch in der Seestadt ist es immer wert. Wir sind direkt um 9 Uhr sind wir gestartet. Also ich habe für mich eine Tommy Hilfiger Jacke gefunden für wage und schreibe 3 Euro. Außerdem habe ich für meine Tochter einiges holen können auf den Kinderflohmarkt. Also es hat sich gelohnt. Hier so ein Heizstrahler für mein Baby, was kommen wird. Und auch sämtliche Kinderkleidung für kleines Geld. Sie ist gerade die Käuferin. Sind fündig geworden. Was haben Sie da erworben? Ich habe eine Justitia erworben. Sie ist die erste Kundin, die zugeschlagen hat. Und da sie so sympathisch ist und da sie eine Vorstellung hat von der Justitia, hat sie auch einen super, super, super Sonderpreis bekommen. Ja? Zu viel Auswahl. Ja. Ich finde diesen Flohmarkt hier echt cool. Vor allen Dingen, ich bin ja jetzt schon ein paar Mal drüber gegangen. Hier gibt es echt ganz verschiedene Sachen: Playmobil, Lego, Barbie, ganz viele Kuscheltiere auch. Und ich finde es generell schön hier am Park. Ich finde es auch mal was Cooles, anstatt Heimatfest oder was anderes. Die Heimatfest war diesmal was Besonderes schön und man macht einfach mal was anderes. Und man kann auch die ganzen Sachen verkaufen, die man auch irgendwo im Keller hat. Es ist manchmal sehr schwer, von ein paar Sachen zu trennen, weil man dann doch denkt, es ist immer sehr schön, mal damit zu spielen. Zum Beispiel, ich auch mit vielen Sachen mit meinen Cousinen gespielt. Das war wirklich sehr schön. Das tut ein bisschen weh, die Sachen gehen zu lassen. Aber man freut sich natürlich auch, wenn man sieht, dass sich die anderen Kinder darüber freuen.